Match mit 3:1 zu gewinnen. Trotzdem noch Longline spielte sehr außergewöhnlich hier, auch wenn er Patrick Baum hier nicht unter Druck setzen kann. Versuchen zu vermeiden, da fehlt ihm ganz einfach die Körpergröße und die Reichweite, um hier Aufschlagfehler bei Kokiniva bedeutet 11:8, 1:0 für Patrickenspielern im Training. Mannschaftsintern die beste Bilanz. Technisch perfekt ausgeführt. Und der Schwachpunkt in Patrick Baums Spiel, wenn man davon sprechen kann, die Konzept perfekter Vorhand-Topspin. Auch dafür ist er bekannt. Aufschlag, Rückschlag. Auch im Schein bisher aufzugehen. Patrick Baum deutlich aggressiver und druckvoller. Best Cookie. Dominante Vorstellung. Des leichter Favorit für diesen dritten Platz. Führt 10:6. 4 Satzbälle. 4 Möglichkeiten für ihn hier. Scheint alles zu funktionieren im Spiel von Patrick Baum. Den Manager Andreas Preuß mit einem ungläubigen Lächeln im Gesicht. Solche Bälle gelingen auch ein Profi nicht alle Tage. 11:6, 2:0 für Patrick Baum und hier einmal der Hinweis an und da hat man es einmal kurz aufblitzen sehen, diese Rückhand, dieser Topspin, der nächste bei Kokini Steuer ins Spiel übernimmt, früh Druck auf. Was das Gewinnen aus den Augen verlieren. Kokini war zum ersten Mal jetzt mit der Führung 5:4 des 18-jährigen Japaners. Welcher Geschwindigkeit er hier noch den Schläger hinhalten kann. Charakteristischer Fehler bei Kokiniwa. Hat hier eigentlich alle Zeit der Welt, sich richtig hinzustellen. Immer die Ziellinie. Aber noch ist hier nichts in Stimmung. Ganz schwer zu spielen, dieser Rückhandblock. Und ihn dann noch die Linie herunterzudrücken. Der Matchball. 3 an der Zahl für Patrick Baum. Aber was soll er auch tun? Patrick Baum ist in diesem Match, das er gerade beendet, wirklich alles gelungen. Sensationell, dominante Vorstellung des 25-Jährigen hier in Düsseldorf. Gewinnt den dritten Satz mit 11:8.